Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, innerhalb weniger Tage haben sich bei uns die Schwerpunkte unserer Arbeitstätigkeit erheblich verlagert. Wir dachten, dass wir mit den Landrats-, Bürgermeister- und Kommunalwahlen am kommenden Wochenende das Hauptaugenmerk unserer Arbeit haben. Aber in Wirklichkeit hat sich das verlagert auf die Bewältigung der Corona-Epidemie, die uns alle trifft. Ich bin hier im Untergeschoss des Landratsamts im Katastrophenschutzbereich. Und hier bin ich im Besprechungsraum der FÜGK, könnte man sagen, ein kleiner Krisenstab. Wir treffen uns hier regelmäßig zu Besprechungen, die Abteilungsleiter des Amtes, des Gesundheitsamtes, vom BRK, von den Rettungsdiensten, von allen möglichen Institutionen, die wir dann bei der Bewältigung der Krise brauchen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, diese Corona-Epidemie trifft uns wie eine Naturgewalt. Ich komme mir vor wie ein Inselhäuptling auf einer Nordseeinsel, auf den Halligen, die im höchsten Fall 5 bis 6 Meter hoch sind. Wir wissen, dass eine 10 Meter hohe Welle auf uns zurollt und ich habe nur ein paar Sandsäcke, um das abzudichten. Und genauso ist es hier. Der Coronavirus trifft auf eine Bevölkerung, die nicht dagegen immunisiert ist. Bei der herkömmlichen Grippe hat jeder irgendwelche Abwehrkräfte, weil er früher die Grippe hatte oder weil er geimpft worden ist. Hier trifft dieser Virus auf offene Türen. Wir gehen davon aus, dass dieser Virus jeden befallen kann. Man kann eine Zeit lang vielleicht ausweichen, aber eine Sicherheit, dass man nicht befallen wird, wird man nicht haben. Man kann Hände waschen, man kann Menschenansammlungen vermeiden, aber dennoch, man hat einfach mit Menschen Kontakt und wenn es die eigenen Kinder oder Enkelkinder sind, die Virusträger sein können. Und deswegen bitten wir Sie hier auch den Anordnungen Folge zu leisten. Wir haben bisher bei uns im Landkreis in der Zwischenzeit 7, die positiv getestet sind. 3 dieser positiv Getesteten haben sich vollkommen gesund gefühlt und hatten keinerlei Symptome. Und trotzdem sind auch Sie Virusträger, die andere Menschen anstecken können. Und jetzt passiert bei uns durchaus Folgendes, dass Menschen jetzt, Leute, die getestet werden oder die Virusträger waren oder sind, wie Aussätzige behandeln. Meine sehr geehrten Damen und Herren, gehen Sie bitte auch davon aus, dass in Ihrer Familie und Ihrem Freundeskreis Menschen diesen Virus einfangen können. Unser Ziel wird es sein, dass nicht viele Menschen auf einmal diesen Virus haben, weil dann das gesamte Gesundheitssystem und die Krankenhäuser überlastet werden. Wir gehen davon aus, dass etwa 70% der deutschen Bevölkerung dieses Virus bekommen. Es wird kein Problem sein bei Menschen, die mitten im Leben stehen, die gut ernährt sind, die Abwehrkräfte haben. Dort kann es sein, dass das nur mit leichten Symptomen einer Grippe ist, dass man erkältet ist, dass man Husten hat und so weiter. Bei kleinen Kindern heißt es, wäre es noch problemloser, weil sie davon nicht befallen werden. Aber ganz sicher kann man auch nicht sein. Aber man kann sagen, Kleinkinder sind relativ gut geschützt. Worum wir uns Sorgen machen, sind ältere Menschen, vor allen Dingen Hochbetagte, bei denen das Immunsystem nicht mehr intakt ist. Und genauso machen wir uns Sorgen um Krankenhauspatienten, ob das jetzt Operierte sind, ob das jetzt Krebspatienten sind, die in der Behandlung sind. Wenn sich die den Virus einfangen, dann wird es wirklich ganz, ganz ernst. Und für diese Fälle müssen wir die Krankenhäuser vorhalten. Wir schauen jetzt, dass wir Isolierstationen einrichten. Wir schauen, dass wir Beatmungsgeräte da haben. Wir wollen mit intensivmedizinischen Mitteln dann diese Kranken aufnehmen. Die bisher 7 Infizierten, die wir bei uns haben, sind leicht infiziert. Sie sind nicht in Krankenhäusern, sondern sie sind in häuslicher Quarantäne. Das heißt, sie sollen 14 Tage nicht rausgehen und sollen schauen, dass sie eben nicht weiter den Virus verbreiten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die 116 117 ist eine wichtige Nummer. Sie erreichen damit die Kassenärztliche Vereinigung. Die Kassenärztliche Vereinigung und damit die Hausärzte sind zuständig für die Begutachtung und das Testen von Menschen, bei denen man meint, dass sie diesen Virus haben. Ich weiß, dass wer dort anruft, eine endlose Geduld haben muss, dass das unendlich lange dauert und dass bis das Auto kommt, das dann diesen Test durchführt, das dauert auch nochmal.
Wir haben uns mit der Kassenärztlichen Vereinigung in Beziehung gesetzt und darum gebeten, dass sie eine Drive-In-Stelle bei uns hier einrichtet. Und habe auch angeboten, dass der Bauhof und wer auch immer von den Landratsamtseinrichtungen dabei Hilfestellungen leisten wird. In unserem Rechtssystem ist es so, dass eben Ihr Hausarzt, die Kassenärzte, dazu gehören auch die Fachärzte, diese Aufgabe wahrnehmen sollen. Aber jetzt will natürlich kaum ein Hausarzt, dass Sie in seine Praxis kommen, wenn Sie diese Symptome haben. Und deswegen soll diese Prüfung außerhalb stattfinden. Ich darf noch mal darauf hinweisen, dass am Krankenhaus diese Tests eben nicht stattfinden und dass das Landratsamt dafür auch überfordert ist. Wir haben ein Gesundheitsamt mit zwei Ärzten und einem Beauftragten für den Gesundheitsdienst, die mit ihren Aufgaben voll ausgelastet sind. Sie sind zum Beispiel dabei, die Kontaktpersonen zu ermitteln und die zu verfolgen, auch zu betreuen und auch Kontakt mit anderen Stellen zu halten. Die Mitarbeiter haben hier einen 14- und 16-Stunden-Tag. Anrufe bitten wir dann ganz einfach dort zu machen, wo die landesweite Hotline ist, die die Staatsregierung gemacht hat, oder auch bei uns hier im Bürgertelefon, wo wir Sozialarbeiterinnen auch am Wochenende hier da haben, um diese Fragen beantworten zu können. Aber im Grunde ist es so, dass viele dieser Antworten in den Zeitungen, in den Medien, auch bei uns im Internet schon da sind. Grundsätzlich kann man einfach sagen, es gibt keine Medizin dagegen und wir müssen damit rechnen, dass wir in Zukunft hier eine flächendeckende Ausbreitung dieses Virus haben werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieser Corona-Fall ist ein Naturereignis wie ein Erdbeben, wie ein Vulkanausbruch und so ist es auch diese Epidemie. Hier einem Staat die Schuld zu geben, ist wirklich hirnrissig. Wir können aber mit diesen Herausforderungen fertig werden. Bei uns in Deutschland besser als anderswo. Wir haben eine große Testinfrastruktur, die andere Länder nicht haben. Wir sind nach Ansichten von Experten, zum Beispiel Italien, um 4 Wochen voraus. Wir wollen alles tun, um dieses Leben bei uns erträglich zu machen. Einschränkungen wird es geben. Wir sollten aber jetzt nicht mit dem Schicksal hadern und uns in Schimpfen oder in Vorwürfe ergehen. Was auf uns zukommt, das ist komplex und nicht vorhersehbar. Aber ich sage Ihnen eins, wir müssen und wir werden das hinkriegen. Ich versichere Ihnen, dass wir als Landratsamt, als Landrat alles Menschenmögliche machen, aber mehr geht eben nicht, um das in den Griff zu bekommen. Und wir wollen alles tun, dass das öffentliche Leben bei uns natürlich mit Einschränkungen weiterlaufen kann und auch, dass auch das persönliche Leben, auch wenn es eingeschränkt ist, noch lebenswert ist. Noch eine Bitte. Ich bitte Sie auch, den Menschen Respekt entgegenzubringen, die sich von Berufswegen oder ehrenamtlich um das Gesellschaftliche hier kümmern, dass die gesellschaftlichen Notwendigkeiten geregelt werden können. Und ich bitte Sie um besonders Respekt für die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Es wird einige Zeit dauern, bis wir diese Epidemie überwunden haben. Aber wir kriegen es hin. Aber wir bitten Sie auch deswegen, ja, die Vorkehrungen, die wir treffen wollen, auch einzuhalten und hier mitzuwirken. Wir bitten Sie auch, sich um Menschen zu kümmern in der Nachbarschaft, die sich nicht helfen können. Und bitte helfen Sie auch jenen, die in der Nachbarschaft sind und die werden kommen, die von diesem Virus infiziert sind. Zeigen Sie hier, dass Sie mitmenschlich sind und dass Sie auf die anderen Menschen zugehen. Das macht unsere Gesellschaft aus. Und nur gemeinsam im Miteinander werden wir diese Herausforderung gut meistern.